Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn ich bin hier mit dem Ferhat heute in einem Zoom-Call Richtung Launch von Fitburn AI und wir haben in letzter Zeit auf Social Media extrem viel beobachten können. Die Tage des Launches kommen immer näher und heute treffen wir uns einfach nochmal hier zum Gespräch, was sich getan hat, was die nächsten Steps sind und was in Zukunft jetzt auf uns zukommt, denn es sind wirklich viele Änderungen und ich danke dir, Ferhat, dass du dir Zeit nimmst, richtig cool, dich hier dabei zu haben und ja. Sag uns deine letzten Eindrücke der letzten paar Tage, was sich so getan hat, welche Steps mit Fibo, mit Gewinnspiel, mit Erweiterung vom ganzen System ein bisschen getan hat, was da so zusammenfassend auf uns zukommt. Ja, hi erstmal. Danke, dass ich wieder dabei sein darf hier, Didi. Ja, es hat sich viel getan. Also wer unsere Socials so beobachtet und unserem Telegram ist, also wir haben ja mindestens pro Tag drei Ankündigungen oder drei Updates jeden Tag. Wirklich, weil halt auch so viele Sachen passieren, was auch gut ist. Wir kommen ja dem Launch immer näher. Wir haben Gate.io angekündigt als erste Centralized Exchange. Das war, ja, haben wir super positives Feedback auch von unseren Market Makern und Leuten halt, die aus dem Blockchain kommen. Eine zweite Exchange wird offiziell jetzt am Morgen, wird morgen angekündigt, aber ich kann es hier natürlich mal weltexklusiv für dich machen, Didi. Ja, Und haben wir jetzt auch Maxi, haben wir auch jetzt als zweite Centralized ne. Exchange reingeholt, was auch nur positives Feedback ist. Du selber kennst sie ja auch und ich glaube, du hast mir auch gesagt, dass du die gut findest. Ja, die haben wir. Ja, als DEX haben wir natürlich PancakeSwap, ne? Da kommen wir ja nicht drum herum. Ja. Pancake müssen wir haben. Also die drei sind auf jeden Fall sicher. Wir arbeiten noch an einer größeren Exchange. Allerdings, ich weiß nicht, ob es mit der Zeit klappt, dass wir am 15. auch zusammen mit denen launchen können. Aber die drei sind jetzt erst auf jeden Fall erstmal sicher und alles andere wird sowieso dann immer folgen. Also selbst wenn wir dann erstmal auf dem Markt sind, werden natürlich die großen Sachen auch kommen. Also wir sind ja mit allen im Kontakt. Ne? Wir sind ja mit OKX, Huobi, Bybit und all die Geschichten, ne, die man halt so kennt, sind wir in Kontakt. Bei vielen ist halt das auch das Problem mit der Zeit und die brauchen halt für ihre Due Diligence und so weiter. Deswegen, also ja, die drei haben wir jetzt offiziell, die sind jetzt angekündigt und alles Weitere. Es könnte noch eine dazukommen zum Start, wenn nicht, dann halt ein bisschen später. Aber wir arbeiten Okay. auch an den großen. Nee, sehr gut. Ein Punkt war noch, weil wir haben ja abgestimmt für das MakerDAO Launchpad, da seid ihr kurz davor, das abzuschließen, in die Richtung eine Zusage oder so zu bekommen. Ja, mit DAO-Maker ist, ich habe es auch in den Chats immer gesagt, DAO-Maker ist nun mal mit Abstand das größte Ding, was Launchpads als hergeben. Es ist wirklich die Nummer eins und danach kommt erstmal gar nichts. Mit denen, wir haben immer noch keine hundertprozentige Bestätigung von denen. Es ist halt nicht einfach, da hinzukommen. Dieses Voting war erstmal sehr gut. Na, wir haben 4.400 Leute gehabt, 15 oder 16 Millionen an Wallets, die angebunden waren. Das war schon überhaupt mal ein Kriterium, dass wir überhaupt weiter mit denen reden können. Sonst wären die Verhandlungen gestoppt worden. Heute habe ich ein Call mit denen, heute 8 Uhr, 9 Uhr Dubai-Zeit. Da wird es natürlich auch noch keine Entscheidung geben. Ja, die Chancen sind 50-50. Also DAO-Maker wäre schon ein Riesending, aber Mal ich kann es schauen, nicht ja. sagen. Mal schauen, was da kommt. Es funktioniert sowieso auch ohne, wie man sieht. Die App, ich teste die, ich nutze die immer wieder gerne. Das passt auf jeden Fall. Und ich muss eins gestehen, ich bin ja sehr gerne am Laufen, weil auch dann der Puls höher ist. Und das hat mich wirklich positiv überrascht, wie die Nachricht. Ich habe es bei euch gelesen. Es ist jetzt nämlich eine Neuerung dazu gekommen. Man kann jetzt auch außerhalb von den GPS-Standorten von Fitness oder sonstigen Standorten den Tracker benutzen, den Pulsmesser benutzen und die Kalorien werden auch auf der Straße gezählt und wo auch immer wir uns bewegen und Kalorien verbrennen. Das ist nochmal eine richtig krasse Erweiterung. Mega wichtig das Ganze, weil du hast im Endeffekt ein Riesenpublikum außerhalb des Gyms in sämtlichen Bereichen ohne Limitierung, ohne örtlicher, die natürlich dementsprechend angeregt werden könnte, in diesem Bereich sich ein NFT zu holen und Co. Und ihr verlost einen Lambo. Das ist schon, also marketingtechnisch, glaube ich, du kannst schwer was verlosen, was mehr Attraction an sich zieht. Ich glaube, das ist schon ein richtiger Boost für so einen NFT-Kauf. Wie seid ihr so Step to Step dazu gekommen, einen Lambo zu verlosen? Und wie ist die Entscheidung so gefallen, auf einmal den Gym-Bereich oder Sportstätten generell ein bisschen zu
auszuweiten auf den gesamten Globus, dass man dort die App und die NFTs nutzen kann. Ja, also warum wir das jetzt wieder, warum wir das jetzt schon erweitert haben, also wir wollten das ja sowieso erweitern. Es war ja noch nie die Rede, dass wir gesagt haben, ey, das wird niemals passieren. Wir haben ja immer gesagt, es wird Outdoor-NFTs kommen und so weiter und so fort. Es wird ein GPS-Kill kommen und so weiter, wie die Leute. Aber ja, zwei Gründe, warum wir uns entschieden haben, es doch früher zu machen. Erstmal durch diese Verschiebung einen Monat landen wir natürlich mitten im Sommer irgendwo, ne? Wie wir wissen, der Sommer Urlaub. wird immer heißer, auch gerade in Deutschland. Leider gibt es in Deutschland noch keine Klimaanlagen in jedem Fitnessstudio, wie es zum Beispiel hier in Dubai ist oder in den Staaten ist. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wer wird denn wirklich in dem heißen Sommer wirklich ins Gym gehen? Ne? Werden die Leute sich vielleicht denken, oh, dann warte ich erstmal bis Winter und kaufe mir die NFT dann. Dann hast du natürlich Leute, die in Urlaub fliegen, die vielleicht gar nicht in ihr Gym können, vielleicht da im Hotelgym sind oder im Urlaub joggen wollen oder unterwegs sein sollen. Das war natürlich erstmal einer der Gründe, dass wir wirklich das Maximum an NFT-Käufen, das Maximum an Token-Käufen kriegen. Die zweite Sache ist das Feedback von der FIBO. Wie du weißt, waren wir auf der FIBO, hatten ja diesen Stand, haben auch mit tausenden Menschen gesprochen, vielen Partnern gesprochen. Wir werden viele Leute, neue Partner integrieren in die Shops. Das ist sehr Und gut, ja. da war das Feedback auch so. Also wir haben viele Leute haben nicht verstanden, ja, aber warum wollt ihr denn limitieren? Aber warum? Aber ich kann doch nicht immer ins Gym. Und also wir haben wirklich mit vielen gesprochen und da war wirklich, das Feedback war wirklich durchgehend, dass da nicht so ein richtiges Verständnis dafür aufgekommen ist. Und wir reden hier von der FIBO. Also Ja, das Publikum, was ins Gym-Publikum Gym ist. gehst. Ja. Genau, also wenn die Gym-Leute uns sagen, hey Leute, warum macht ihr das? Und geht das nicht anders und sowas? Ja, und dann haben wir natürlich von unserer Community selber auch dauernd natürlich täglich sagt es, ja, ich finde eure App super und ich unterstütze sie auch. Und aber leider habe ich halt die Möglichkeit nicht. Ich bin Soldat, ich bin in der Kaserne, ich habe ein Firmen-Gym hier, ich habe ein Home-Gym, ich bin unterwegs, ich bin Läufer, ich bin Fahrradfahrer, ich bin Reiter und so weiter und so fort. Ja, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, also von allen Seiten wird das gewünscht und wir sind nun mal ein Community-Projekt. Ja, ja. Krypto ist immer ein Community-Projekt. Das ist das, was ich im Telegram auch immer sage. Ich sage, Leute, ohne euch können wir noch die meisten und geilsten Use Cases haben und das beste Marketing haben. Es bringt nichts, wenn ihr uns nicht supportet, wenn ihr uns keine neuen Leute auch ranbringt irgendwo und das bewerbt. Aber wenn ihr euch nicht identifizieren könnt damit, weil ihr denkt, hey, ich kann das gar nicht nutzen, dann verlieren wir diese Leute. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wenn wir so viel Feedback haben und die Community will das unbedingt, ich habe auch natürlich ein Voting nochmal gemacht, um sicher zu gehen. Und das war auch irgendwie 82% Boah, positiv. Also dann haben wir uns entschieden, okay, so machen wir das jetzt. Und wir gehen Outdoor. Ja, das ist auch bisher wirklich richtig positiv angekommen. Also wirklich überall. Leute haben mir Nachrichten geschrieben, hey Ferd, ich habe das gehört, Ja. super, gut, dass ihr das gemacht habt. Ich kann jetzt auch teilnehmen. Meine Frau kann jetzt auch NFTs kaufen und so weiter und so fort. Also Ja. top, top Feedback bekommen. Das ist wirklich so ein Punkt, dachte ich mir auch, weil ich habe selber, ich glaube, in 8 von 10 Fällen war ich laufen und hatte den Pulsgurt an und ganz selten im Gym so ein Ding hätte ich gerne am Oberarm. Ich habe den Brustgurt gekauft, lästig, aber natürlich im Gym und laufen, beides nehmen, perfekt, ist auf jeden Fall mega wichtig. Vor allem für die NFT-Käufer, jeder Läufer, jeder sonst was, eben der nicht ins Gym geht oder keine Sportstätte an und für sich besucht, kommt dann in die Zielgruppe NFT-Käufer. Und vor allem, wenn man dann sowas wie einen Lambo verlost. Ich glaube, was Besseres kannst du nicht machen. Wo wird der ausgeliefert? Egal in welches Land. Das ist auf jeden Fall offen. Ja, da müssen wir kleine Einschränkungen. Also erstmal generell, warum Lambo? Also wir haben uns überlegt, okay, wie können wir denn noch mehr? Also wir sind ja sehr stark in Produkt gegangen und sehr stark mit Use Cases und Utility und solche Sachen halt, Partnerships und sowas. Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir aber die Krypto-Leute, die richtigen Krypto-Leute, nicht so sehr erreicht haben. Ne? Dass viele Leute denken, okay, das ist für Leute, die nur ins Gym gehen, für Leute, die nur Sport machen. Na, und da haben wir uns halt überlegt, wie können wir jetzt schnell und effektiv auch diese Krypto-Leute, auch die NFT-Käufer und so weiter noch ein bisschen Ja, aufmerksam aufs Projekt machen. Also welches Marketing, wie viel Marketing müssen wir investieren? Was müssen wir ja. machen, um schnell jetzt aufmerksam auf das Projekt zu kriegen, Aufmerksamkeit?
Und dann haben wir gesagt, okay, woran denken diese ganzen Moonboys die ganze Zeit? Entweder sagen die When Moon oder When Lambo. When Lambo. When Lambo. Und da haben wir gesagt, okay, warum geben wir denn nicht sofort ein Lambo? Warum müssen die warten auf When? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen halt so eine eigene NFT-Reihe. Ich weiß nicht, ob du die NFTs gesehen hast. Die sind auch sehr so futuristisch und sowas, richtig coole, so ein bisschen im Tron-Style, aber echte Lambos. Und zwar ist der Deal ganz einfach, du kaufst dir für $50, auch natürlich mit Calorie-Token, wir wollen natürlich den Buy-Pressure auf den Token von Anfang an haben, kaufst du dir den Lambo-NFT, du kannst ja auch mehrere kaufen, also du kannst ja auch 5 kaufen oder 10, ne? Dadurch erhöht sich deine Wahrscheinlichkeit und ja, und dann nimmst du teil. Und dann wird es eine Blockchain-Draw geben. Also dieser Draw wird auf der Blockchain sein von den NFTs, von den Token. Also richtig alles mit Hand und Fuß. Ne? Live mit Video, dass niemand sagen kann, hier, ihr habt irgendwie ne, so und so. Ja. Und dann bekommt derjenige, der dann halt gewinnt, den Lambo. Und er bekommt den Lambo in dem Design und in der Farbe, in dem er das NFT hat. Also das NFT... Die wird genauso aussehen wie der echte Lambo. Ja, kleine Einschränkungen wird es natürlich geben. Also gibt es Länder, wo das Auto mit 300 oder 400% Steuern natürlich gar nicht lieferbar ist. Ne? Mhm. Entweder haben die Leute dann die Chance, also wir werden die Länder dann natürlich benennen. Entweder sagen die Leute dann, ich nehme trotzdem teil kümmere mich selber um die Steuern. Oder jeder kann sagen, weißt du was? Ich habe gewonnen, ich nehme nicht den Lambo, aber ich nehme die Hälfte seines Wertes. Dann wären wir auch bereit, in Cash, was auch immer das Auto dann kostet, die Hälfte in Cash auszuzahlen. Also diese Möglichkeiten werden wir geben. Aber Europa und sowas ist natürlich überhaupt kein Problem. Ne? In Europa kosten die Lambos ganz normal überall auch. Kommt ja aus Europa das Auto. Also dann werden wir dem Gewinner live auch natürlich schön marketingtechnisch mit Video wird das Auto dann übergeben mit dem Schlüssel in der Farbe, kann er sein NFT daneben halten, wenn er das Auto gewonnen hat. Ja, so, das ist das mit der Lambo-Verlosung. Wenn das gut läuft und gut ankommt, dann werden wir weiterhin solche verrückten Sachen machen und immer wieder aufs Projekt eine neue Aufmerksamkeit bringen und vielleicht noch ein paar NFT-Käufe. Das ist richtig wild. Vor allem, egal in welchem Magazin, auf welcher Plattform man so etwas bewirbt, das Catch, das ist natürlich eine richtig gute Sache. Und wird das mit den Shirts auch in Verbindung sein oder muss man sich extra dieses NFT für die Kel-Tokens kaufen? Nein, das ist ein extra NFT. Das ist ein NFT. Ich kann dir mal auch mal ein Bild schicken demnächst nach dem Call oder du kannst es bei uns im... Ich blende es dann ein, wenn ich das schon habe fürs Video. Sollte ja, oder du kannst ja auch bei unseren Socials, also wir haben ja ein paar Sachen angekündigt schon von dem Lambo und das sind auch die NFTs, die sehen auch so aus. Genau, du kannst es ja dann hier überall einblenden, ne? Ich schicke dir das mal. Ja, auf jeden Fall, das sind extra Lambos, weil die extra NFTs, die kosten nur halt $50, aber ist natürlich einfach zu bekommen, weil wenn man jetzt ein echtes NFT hat und sagen wir mal $10 am Tag verdient, braucht man ja nur 5 Tage Kalorien verbrennen, kauft sich ein NFT, fünf Tage trainieren, holt sich noch ein NFT. Also so dadurch haben wir wieder ein Use Case, haben wir wieder das Ecosystem ins Laufen gebracht und wir geben den Chance, den Leuten ein Lambo zu gewinnen, plus es zieht natürlich Aufmerksamkeit. Wenn jetzt noch ein paar YouTuber so Mr. Beast-mäßig darauf aufmerksam werden und das dann viral geht und dann sagen, ey, habt ihr gehört, die sind doch verrückt, diese Fitburn-Leute, die verlosen ein NFT und sowas, dann kommen natürlich viele neue Leute aufs Projekt. Kann man machen, ist definitiv eine wilde Sache, catcht sicher gut marketingmäßig. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Wann haben wir den Launch? In 15 bis 20 Tagen, irgend sowas ging der Countdown schon hin? Genau, 15. Mai ist der Launch. Wie gesagt, Gate.io, Maxi und Pancake. Jetzt, bis jetzt ist das fix. Und sollte noch einer dazukommen, werden wir das natürlich noch ankündigen und dann später halt werden die, wie in jedem guten Projekt auch, dann weitere Exchanges folgen. Welche Steps sind dann wichtig, wenn man sich zum Beispiel schon die App runtergeladen hat? Ging das schon für alle oder nur mit diesem speziellen Link zum Testen? Nein, die App ist momentan in der Public Beta, das heißt, jeder kann sich die App runterladen, da ist auch schon eine NFT drin. Man kann auch schon verdienen, 50% bekommt man später geairdroppt.
wenn man sich das NFT dann gekauft hat. Ne? Also wenn du jetzt einen Monat trainiert hast und du hast, keine Ahnung, $500 an Kerl verdient, du holst dir das NFT und dann gibt es so in circa 2 Wochen oder sowas, je nachdem, wie die Marktlage halt ist, dann kriegst du das geairdroppt. Also ist nicht nur, dass du umsonst runterlädst, sondern du kannst sogar jetzt verdienen und das ausprobieren. Perfekt, der Link für die App, den haue ich euch unten in die Videobeschreibung. Der oberste Link ist zur Fitburn-App für App Store und Google Play Store. Der Punkt ist jetzt folgendes. Wir haben dann die App drunter. Man muss dann quasi sein MetaMask oder ein dezentrales Wallet dort einpflegen. Nochmal kurz zu der Wallet. Du brauchst erstmal am Anfang keine eigene Wallet machen. Wir kriegen so eine Custodial Wallet, die wird auch... Ah ja, genau. Genau, das hast du... Okay, stimmt, mein Fehler. Das heißt, für Leute, die jetzt nicht kryptoaffin sind, die brauchen erstmal keine Wallet. Also ehrlich gesagt, du brauchst die ganze Zeit keine Wallet, solange du deine Token nicht verkaufen willst. Weil das alles im Backend läuft. Erst wenn du deine Token verkaufen willst, dann musst du dich auf der Webseite, nicht in einer App, mit deiner Wallet verbinden und dann bekommst du deine Token immer gut geschrieben, kannst sie dann claimen. Weil das Problem haben wir ja immer noch mit Apple. Wir können ja keine In-App-Verkäufe machen, wir können keine NFT-Verkäufe machen. Das heißt, die Leute, wenn sie das erste Mal eine App, die App runterladen, da wird erstmal gar nichts drin sein. Die kriegen dann eine Bestätigungsmail, wie sie ja, dass sie ihre E-Mail verifizieren müssen und dort ist dann der Shop. Dann müssen die in den Shop gehen, ne, auf unsere Webseite, die heißt dann, glaube ich, Store oder Shop at Fitburn. Und der Link wird dann da sein. Und dort kannst du dann auch direkt mit Kreditkarte, kannst du dir die Token kaufen. Ne, also Leute, die keine Ahnung haben, die zahlen mit der Kreditkarte, kriegen diese Token auf die Wallet und dann können sie das NFT minten. Das passiert alles auf der Webseite, auch übers Handy, aber auch Desktop. Und dann können sie zurück in die App und können loslegen. Okay, so wird das perfekt. Wegen Partnern, Textil haben wir natürlich erstmal unsere eigene Kollektion, ne, mit dem Calorie-Token und hier, ne, die haben wir sowieso. Einen weiteren Partner ist, glaube ich, auch schon sicher und mit 5 oder 6 verschiedenen sind wir noch am Sprechen. Das macht mein Partner Chris, kümmert sich um diese ganze Shop-Geschichte und Produkte und sowas. Also am 15. werden direkt schon einige dabei sein, aber dann wirklich täglich, wöchentlich wird dann was hinterherkommen. Ich meine, die Leute müssen ja eh erstmal Token verdienen, sich ein Lambo-NFT holen und dann, bis sie zum Shop kommen, bis dahin haben wir schon ein richtiges Sortiment dann drin. Okay, sehr gut. Und was sind so eure zum Beispiel 1-Jahres-, 2-Jahres-, 3-Jahres-Ziele für die User? Dass du konstant User generierst, ist ja, glaube ich, für jede App, für jede Anwendung, für jede Firma oder Dienstleister ein extrem wichtiger Punkt. Was sind so eure Benchmarks? Erste Woche, erster Monat, erstes Jahr und wie das ausgebaut wird mit konstantem Marketing und Co. Was sind so eure Ziele? Ja, also zeitlich genau kann ich das natürlich nicht sagen, weil das wäre unseriös. Aber was die Ziele sind, ist natürlich erstmal ganz wichtig, ist das Produkt. Das heißt, die App muss richtig aufgebaut sein, die User Experience muss verbessert werden. Da wird ein neues Design kommen, da werden Animationen kommen, Töne und so weiter. Wir werden einen eigenen Produktmanager einstellen, der sich dann um die App selber kümmert. Also da wird einiges mit der App, an der App gearbeitet, bis wir glauben, dass das natürlich für jeden einfach zu nutzen ist und zu verstehen ist und die auch wirklich Spaß haben, das zu nutzen. Da kommen natürlich noch Funktionen dazu. Du wirst Accessoires auf deine NFT kaufen können, um den zu verschönern. Der Shop wird natürlich täglich, wöchentlich, monatlich immer erweitert. Und dadurch, dass wir jetzt ja auch offen sind für andere Sportarten, wird es natürlich auch Angebote geben, wie zum Beispiel für Läufer, Schuhe, Laufklamotten, für Reiter, Reitklamotten, für Rennrad, wie nennt man das? Rennfahrer, Fahrradaccessoires, Fahrräder selber und vielleicht einen Helm, Fußballer, die einen Ball kaufen wollen, eine Pumpe, Trikots und so weiter und so fort. Also wir werden natürlich dann in diese Masse gehen mit dem Shop und das immer erweitern, dass jeder, wirklich jeder, der egal welchen Sport macht, sich irgendwo hat, irgendwas für sich findet, was er am Tag braucht für seinen Sport. Marketingtechnisch werden wir natürlich uns weiter dann auch in die einzelnen Sportarten dann auf die einzelnen Sportarten natürlich konzentrieren. Das heißt, wir werden dann in den Breitensport gehen, dann klar, für jede Sportart dann die richtigen Ambassadoren reinholen, die dann das Gesicht von Fitburn sind,
Diese Sachen werden wir machen, in Produktmarketing gehen, aber auch natürlich in Krypto, wie Aktionen, wie mit dem Lambo. Wir werden weitere Influencer im Kryptobereich, Advisor, Ambassadoren, KOLs auch nochmal dazu holen. Also wir werden natürlich versuchen, Schritt für Schritt in jede Richtung ein bisschen, dass jeder wirklich das davon mitbekommt, werden wir versuchen aufzubauen. Also Produkt, wie gesagt, Shop, Marketing, Breitensport natürlich. Fitness werden wir natürlich nicht vergessen. Fitness ist immer noch unser stärkstes, wie nennt man das? Nische. Unsere stärkste Nische, danke, auf die wir uns weiter konzentrieren werden. Ja, geplant sind im nächsten Jahr Gyms auf jeden Fall. Wie wir gesagt haben, wir wollen eigenen Fitburn-Gyms machen. Wir sind gerade an Immobilien am gucken. In der Türkei wollen wir anfangen, in Istanbul als erstes, weil wir dort ja schon ein Team haben mit Ambassadoren. Wir haben dann ein eigenes Büro auch, ein eigenes Marketing-Team. Das wird dazu kommen. Auch das Gym, wir werden wieder mit NFTs finanziert, auch wieder mit Teilhaberschaften, dass Leute aus der Community mit Teilhaber werden. Also wir machen ja alles Community. Das ist sehr gut. Ja, genau. Also jeder soll auch da die Chance haben, mit dabei zu sein. Das werden wir machen und natürlich wieder neue Partner reinholen und so weiter und so fort. Also da ist noch einiges am Machen und eigene Produkte, ganz wichtig. Wir werden für alles, was es gibt, neben unseren Partnern natürlich auch eigene Produkte haben. Ob das vom Supplement sind, über Klamotten sind, über Handschuhe sind, Schuhe sind, was auch du immer dir vorstellen kannst. Weil am Ende ist es das, was wir geltend machen. Natürlich ist es schön, wenn wir 50% kriegen von den Partnern, aber besser wäre ja, wenn wir 200 oder 300% Marge machen, um das in den Reward Pool, ins Marketing, in die Operational Costs wieder reinzustecken. Na, wir Auf haben ja jeden gesagt, Fall. das Geld muss von irgendwoher kommen. Ja, tatsächlich. Es ist immer so, das ist auch der größte Fragezeichenpunkt bei sehr vielen Leuten, dass mir da eine sehr gute Nachricht auch zusammengefasst geschickt. Das Ganze läuft nicht einfach nur irgendeine App und On-Chain und du bekommst gratis Produkte. Da ist eben eine Firma dahinter, da sind Leute dahinter, die Umsatz machen, die Umsatz generieren. Und ich glaube, der Fitness- und Sportmarkt ist eh ein sehr guter Markt, wenn man sich dort bedient, wenn man dort Umsatzvolumen abgreift. Das ist ein sehr mächtiger Markt, wo viel Geld fließt. Das ist Fakt. Natürlich durch den Breitensport haben wir natürlich jetzt auch nochmal die Möglichkeit, andere Sponsoren anzusprechen, die vielleicht vorher nicht interessiert waren. Na, in jedem Bereich gibt es Sponsoren, in jedem Sportbereich gibt es größere Sponsoren. Wir werden eigene NFTs machen für jeden Sport. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Läufer bist, brauchst du dir nicht den Gym-NFT holen. Du kannst dir auch dein Lauf-Shirt-NFT holen oder Schuhe oder was auch immer. Na, auch so ein bisschen für die Community Building, na, dass man dann halt sich selber auch aussuchen kann, wie soll mein NFT aussuchen. Dann wird es natürlich NFT-Kollektionen geben mit Brandpartnern. Wenn die zum Beispiel sagen, hier, ich will das sponsoren, dann gibt es Beispiel jetzt eine Adidas NFT-Kollektion und so weiter und so fort. Na. Diese Sachen halt sind geplant. Ach, Gym-Partnerschaften. Partnerschaften sind wir natürlich auch noch immer weiterhin im Gespräch. Wir sind mit McFit im Gespräch, gerade mit der RSG Group, mit denen ja auch nicht nur McFit gehört, sondern auch Gold's Gym, John Reed, Jane Reed. Mit denen wollen wir vielleicht ein Pilotprojekt machen, wenn wir uns einigen können, ab Juni in den 5 größten Städten, wo man dann mit der Fitburn NFT dann frei trainieren kann. Ist noch nicht alles spruchreif, aber mit denen sind wir auch am Quatschen und dann schauen wir mal, was da so rüberkommt. Okay, brutal. Also das ist natürlich Step für Step natürlich große Pläne, muss man immer wieder umsetzen. Das ist immer so Ziele. Gespräche, wo das dann hinfährt, ist immer so das Outcome wichtig. Müssen wir abwarten und gerne einfach mal in 2, 3 Monaten oder gern nach Launch sowieso mal gibt es Videos dazu, Infos dazu und sonst, ihr habt eine Telegram-Gruppe, die ist jetzt sowieso auch in der Videobeschreibung verlinkt oder im obersten Kommentar pinne ich die euch hin. Social Media technisch, ich habe auch gesehen, Twitter 70.000 Follower, Telegram auch richtig gut hochgekommen. Im deutschen Markt auch so gut wie jeden Content Creator schon erreicht. Das heißt, die Impressionen sind gemacht. Dann fehlt natürlich noch einfach die grünen Zahlen bei Launch, dass das Ganze einfach für Leute, die auch zu spät in die Projekte reinsteigen, einfach nochmal so ein zündender Faktor ist. Und natürlich, wenn du die Token in ein NFT umwandeln kannst, NFT, Lambo NFT, was auch immer, wird spannend, wo die Buy Pressure hingeht, weil der Supply ist natürlich limitiert. Im Endeffekt
Am Anfang gibt es nicht so viele Token. Das Ganze wird durch das Minting erst dann wirklich auch angetrieben. Und da ist natürlich wichtig, wenn man im Presale mit am Start war, die Pools sind mittlerweile alle geschlossen. Es gibt ja keine Möglichkeit mehr, irgendwo vorher reinzukommen. Muss man schon das doppelte Geld für dieselbe Menge der Token nehmen. Und wenn es dann natürlich hochgeht, ist es spannend, wie viele Token man am Anfang hat. Und jetzt ist noch der Bärenmarkt. Jetzt ist wirklich so, ich sage das immer, ein Solana hatte vor dem, dass er auf 5 Dollar gegangen ist, weil von 2 Dollar auf 50 Cent oder auf 1 Dollar auch wieder die Crashes drin in diesen sehr kritischen Marktphasen vom Kryptobereich. Und wenn dann die Power reinkommt von Gier, von FOMO, viele Leute irgendwie ein Produkt schon mal gekannt haben, eine App, eine Funktion, dann wird es halt wirklich wild. Dementsprechend auf diesen Punkt hinzuarbeiten. Ich glaube, der Markt ist langsam auf der Seite von den Projekten, die in die Launch-Phase gehen. Und das wird natürlich mit einem Abwärtsmomentum hoffentlich belohnt. Das ist so der Punkt. Kryptomarkt, macht ihr euch da nervös? Ist das so ein Punkt, der bei euch ganz groß auf der Ding steht? Oder ist es eigentlich eher so sekundär nicht so wichtig? Nee, ehrlich gesagt, wir freuen uns darauf, weil es ist, wie du es gerade gesagt hast. Also wir wissen ja alle, das Halving steht vor der Tür. Wir wissen alle, der nächste Bullrun steht offen an der Tür. Alle haben das halt mitbekommen. Man sieht's, und, ja. Ja, genau. Und deswegen ist es, freuen wir uns darauf. Und wir hoffen auch, dass unsere Investoren auch clever sind. Wir hoffen auch, dass die verstehen, dass es jetzt nichts bringt, seinen Token, die man jetzt bekommt, zu verkaufen oder schnell das Geld mitzunehmen, sondern wenn man jetzt schlau ist, dass man die Token jetzt hält und dann auf den Bullenmarkt wartet und dann kannst du wirklich das Geld für ein 100-fach, 50-fach, 20-fach verkaufen, anstatt jetzt. Ne? Ich hoffe, wir haben viele Leute, die das verstehen und dass sie dann wirklich ihre Profits dann zur richtigen Zeit machen. Ne? Mhm. Und darauf freuen wir uns. Wir werden alles vorbereiten soweit, von der Infrastruktur, vom Marketing, vom Standing, Branding, vom Produkt natürlich auch soweit vorbereiten bis zum Bullenmarkt, dass wir dann bereit sind. Und dann werden wir hoffentlich mit dem Kapital, was in den Markt fließt, wie wir ja alle wissen, auch dann einen richtigen Sprung machen. Das ist das, was wir uns erhoffen. Sehr gut, sehr wichtig. Im Endeffekt, das sind schon die wichtigsten Punkte gewesen, glaube ich. Wenn man euch auf Social Media folgt, vor allem Instagram, wart ihr sehr aktiv, da sieht man sowieso alle Steps, die gemacht werden, jeden neuen Brand Ambassador, jeden neuen Partner, jedes Movement, das in diesem Projekt gemacht wird. Deswegen auf jeden Fall den Social Media Kanälen folgen, dort unbedingt einfach das Engagement nochmal steigern, genauso auch wie unter diesem Video einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht den Kommentar über Fitburn, was du dazu sagst. Fitburn jetzt überall außerhalb der Gyms auch verwendbar und Co. Was für Vorschläge, vielleicht auch positive Vorschläge, gerne mit unten in die Kommentare reinschreiben. Und sonst, Ferhat, haben wir noch einen Punkt vergessen? Ich glaube nicht. Oder gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges? Eigentlich nicht. Uns folgen, wie du gesagt hast, uns supporten, wirklich teilen und jedem davon erzählen, die App zeigen, die App ausprobieren, downloaden und dann hoffen wir auf einen guten Start. Auf jeden Fall. Perfekt, Ferhat, das machen wir. Genau so ziehen wir durch. Wir sind gespannt auf den Launch. Wir sehen und hören uns sowieso im nächsten Video. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Wir sehen und hören uns ebenfalls. Vielen Dank. Perfekt, dann ich wünsche euch was. Ciao, ciao.